Bei uns zu Hause wird mindestens einmal täglich gemeinsam als Familie gegessen, nämlich abends. Wenn man aber voll berufstätig ist oder wenn man Kinder hat und mit denen irgendwelche Nachmittagsbeschäftigungen hat und da halt nachmittags unterwegs ist und erst relativ spät nachmittags oder früh am Abend zu Hause ist, wird es manchmal ein bisschen schwierig und ist einfach nur absoluter Stress, dann noch das Abendessen frisch zu kochen. Man selber hat Hunger, die Kinder haben Hunger, werden nörgelig. Ich spreche aus Erfahrung, man selber steht dann einfach völlig genervt und gestresst am Herd und das macht einfach überhaupt gar keinen Spaß. Kommt euch das bekannt vor? Dann ist dieses Video heute vielleicht was für euch. Mit so ein paar Tricks und Tipps kann man diesen Stressfaktor Abendessen nämlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen reduzieren. Und wie genau, das erzähle ich euch heute im Video, beziehungsweise gebe euch halt einfach so ein paar Tipps mit an die Hand. Wie immer, vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben da zu lassen, da ihr mich damit ganz doll unterstützt. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob so das Abendessen vorbereiten für euch absoluter Stressfaktor ist oder ob ihr da ganz entspannt seid. Diejenigen von euch, die meine Videos schon längere Zeit schauen, die wissen, was jetzt kommt. Wir sagen es jetzt mal gemeinsam im Chor für diejenigen, die das allererste Mal jetzt hier mit diesem Video auf meinem Kanal gefunden haben. Speiseplanung. Ich kann nicht mehr ohne, ich möchte nicht mehr ohne und ich kann wirklich nur jedem raten, sich einmal die Woche hinzusetzen und sich zu überlegen, welche Gerichte man in der darauffolgenden Woche kochen möchte. Mit so ein bisschen Erfahrung geht das auch echt schnell. Also bei mir ist das mittlerweile eine Sache von maximal 10 Minuten, wenn überhaupt. Ich habe da auch mal so ein Einsteigervideo zu gemacht, deswegen schaut euch das auch gerne mal an. Und ihr macht diese Speiseplanung und darauf basierend macht ihr einen Einkaufszettel. Das heißt, ihr kauft alles für eine Woche für diese Speiseplanung ein. Das heißt, ihr habt alles da. Ihr müsst nicht dann noch abends oder nachmittags da sitzen und euch überlegen, was koche ich denn heute? Müsst eure Schränke durchwühlen, was ihr noch da habt. Oder müsst dann gegebenenfalls auch noch mal ganz schnell was im Supermarkt holen, weil bestimmte Zutaten für das Gericht fehlen, das ihr euch dann für den Abend überlegt habt. Das entfällt komplett. Ihr habt alles da, ihr könnt sofort anfangen zu kochen, ohne groß drüber nachzudenken. Und wenn ihr es ganz genau machen wollt, dann überlegt ihr euch nicht einfach nur 7 Gerichte für die folgende Woche, sondern weist jedem Wochentag ein bestimmtes Gericht zu, hängt euch das irgendwo in die Küche und dann guckt ihr drauf, ah ja, heute ist Dienstag, heute gibt es Hühnerfrikassee. So, außerdem, was es auch um einiges leichter macht, ist, wenn ich tagsüber, ich arbeite ja von zu Hause aus, deswegen geht das, aber auch vielleicht für die Mamas in Elternzeit gerade oder so, vielleicht, wenn ihr gerade irgendwie mal so ein kleines Zeitfenster übrig habt, dann bereitet da schon mal was vor fürs Abendessen. Ich mache das häufig so. Ich nutze vielleicht kurz 10 Minuten meiner Mittagspause dafür, um schon mal das ganze Gemüse fürs Abendessen zu schneiden. Weil ich finde, was beim Kochen am meisten Zeit raubt, das ist halt die Vorbereitung, das ganze Schnibbeln. Und wenn ihr das zu einem Zeitpunkt macht, wo ihr sowieso gerade so irgendwie einen Leerlauf habt oder so, dann entfällt das beim Abendessen kochen und ihr müsst einfach nur die Zutaten in den Topf oder Pfanne schmeißen oder was auch immer und fertig. Viel Arbeit hat man dann nicht mehr und mein Tipp ist auch, sowas wie Zwiebeln und Knoblauch schon mal ja ein bisschen in größerer Menge vorschneiden und einfrieren. So könnt ihr euch dann immer, wenn ihr dann kochen wollt, die geschnittene Zwiebel und den Knoblauch rausholen oder einen Teil davon, je nachdem, wie viel ihr braucht, und schmeißt das in den Topf und das ist dann ja auch rucki-zucki aufgetaut. Und dann entfällt dieser Schritt schon mal komplett. Ihr könnt es natürlich auch noch extremer machen und euch an einem freien Tag sämtliche Gemüsesorten vornehmen und diese vorschneiden, wie jetzt Möhren und Paprika und weiß ich nicht, und das auch schon mal geschnitten in die Tiefkühltruhe machen. Geht natürlich auch. Auch da habt ihr das schon vorbereitet und müsst euch einfach nur das aus der Tiefkühltruhe rausnehmen, was ihr braucht und könnt dann frisch damit kochen. Außerdem zum Thema Vorbereitung mache ich es auch immer so, dass ich mir direkt alle Zutaten, die ich beim Kochen brauche für dieses Gericht, bereitstelle, bevor ich überhaupt irgendwas anfange. Weil dann entfällt irgendwie das hektische Suchen nach einer bestimmten Zutat, während gerade das Essen auf dem Herd im Topf droht ja fast anzubrennen, weil ich irgendwas suche, das ich aber gerade nicht finde oder nicht so schnell zur Hand habe, weil es ganz hinten im Schrank steht oder sonst aus welchem Grund auch immer. Ich habe alles schon direkt bereitstehen und muss einfach dann nur das nehmen, was ich dann in dem Moment brauche. Ich kann nicht in einer unordentlichen Küche kochen.
Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist das zumindest so. Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn dann irgendwelcher Kram, auch dreckiges Geschirr oder irgendwelche anderen Sachen halt die Arbeitsfläche zustellen, sodass ich dann halt keinen Platz habe für das Schneidebrett, um das halt mir meine Zutaten hinzustellen und mir das halt alles dann nach und nach klein zu schneiden. Weil dann ist man halt auch irgendwie ständig beim Kochen dabei, Sachen von A nach B zu stellen und wieder hier hin und dahin. Nee. Und wenn man aber erstmal die Küche komplett aufräumen muss, wenn man dann abends das Abendessen kochen will, ist das halt auch, frisst das halt einfach nur unnötig Zeit und verursacht dann halt auch wieder Stress. Haltet eure Küche im Laufe des Tages sauber. So, beziehungsweise einigermaßen aufgeräumt. Wenn ihr irgendwelches Geschirr im Laufe des Tages benutzt, stellt es nicht einfach auf die Arbeitsfläche, stellt es direkt in die Spülmaschine. Wenn im Laufe des Tages die Spülmaschine gelaufen ist und die fertig ist, und ihr kurz 5 Minuten habt, dann räumt ihr schon mal direkt aus, damit ihr das nicht dann in dieser Stresszeit, nenne ich es jetzt mal, Abendessen kochen machen muss. Weil manchmal ist es halt einfach Stress. Sorgt außerdem dafür, dass eure Küche gut organisiert ist, dass ihr nicht ewig nach Zutaten suchen müsst, dass ihr eure Sachen, die Sachen, die ihr häufig braucht, halt eher weit vorne stehen habt, dass alles gut zugänglich ist, dass alles auch gut beschriftet ist, dass ihr nicht erst überlegen müsst, okay, was ist das jetzt? Also falls ihr noch keins habt, überlegt euch ein gutes Ordnungs- und Organisationssystem für eure Küchenschränke bzw. Schubladen. Wenn ihr ein Gericht für die Woche geplant habt, das sich gut einfrieren lässt, wie beispielsweise ein Eintopf, eine Suppe oder einfach eine Nudelsauce, dann plant beim Einkauf die doppelte Menge dafür ein und kocht dann an dem jeweiligen Tag die doppelte Menge. Die zusätzliche Menge friert ihr ein. Das heißt, ihr habt mit minimal mehr Aufwand direkt für 2 Tage gekocht. Weil an einem Tag, wo dann wirklich alles drunter und drüber geht und man überhaupt gar keine Zeit hat zum Kochen, kann man das einfach aus der Tiefkühltruhe holen und auftauen und man hat ein fertiges, frisch gekochtes Essen. Und wer irgendwie eine komplett stressige Woche vor sich hat, der kann das noch extremer machen. Ich habe vor kurzer Zeit ein Video dazu gemacht mit Freezer Meals. Das heißt, ich habe die Mahlzeiten für eine komplette Woche schon vorgekocht und alle eingefroren, sodass ich eine ganze Woche gar nicht mehr kochen musste und nur noch auftauen musste im Prinzip. Video findet ihr hier oben. Ich verlinke euch das mal, schaut da gerne vorbei. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wenn man sich gar nicht so einen größeren Aufwand machen will, wie gesagt, man muss vielleicht, um die doppelte Menge zu kochen, so ein bisschen mehr Gemüse schneiden und so weiter. Aber der Aufwand an sich ist ja wirklich absolut gering. Was ich auch in den letzten paar Jahren gelernt habe, ist, dass ein leckeres und gutes Essen nicht unbedingt ein extrem aufwendiges Essen sein muss. Es gibt so viele Gerichte, die nicht so extrem viel Vorbereitung oder viel Zeit brauchen, die aber trotzdem super lecker sind. Ich finde halt immer, es kommt drauf an, was man draus macht. Denkt an manchen Tagen einfach nicht zu kompliziert, wenn es um die Hauptmahlzeit geht. Ein Omelette beispielsweise, so richtig gut gewürzt mit leckeren Zutaten, ist eine super leckere Mahlzeit. Ich mache außerdem auch total gerne einen Kichererbsen-Curry, das wirklich überhaupt nicht viel Vorbereitung braucht. Käsetoasties, beispielsweise Toast mit Käse und dann noch ein paar frischen Zutaten, beispielsweise Avocado oder so noch drauf und das Ganze in der Pfanne ausgebacken. Nicht das Gesündeste, aber trotzdem halt irgendwie eine leckere, füllende Mahlzeit. Dazu dann noch ein schnell zusammengeschmissener Salat. Das geht und es braucht nicht viel Vorbereitung. Außerdem eine Tomatensuppe ist auch super schnell gemacht. Da habe ich mal ein Rezept in einem Video gemacht. Es geht ratzfatz, sage ich euch, und besteht nur aus frischen Zutaten und ist super lecker. Also macht es euch selber nicht so schwer. Erleichtert euch den Alltag mit der richtigen Vorbereitung und mit der richtigen Planung geht das Vorbereiten der Hauptmahlzeit einfach viel leichter von der Hand. Ich hoffe, das Video konnte euch so ein bisschen helfen und den einen oder anderen Anstoß oder ein bisschen Inspiration geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.